Europa in der Energiekrise. Spürbar für uns alle. Im Euroraum kostet Energie, unter anderem Strom, Gas und Öl, im Schnitt 38,3% mehr als im Vorjahr. Und die Regierungen stimmen auf einen harten Winter ein. Beispiel Polen, Europas Kohlehochburg. Die Gasspeicher sind hier zwar nahezu voll, aber die Kohle für das Heizen wird knapp und teuer. Im Strommix macht Erdgas nur 4,6% aus, 9,3% Windkraft. Dafür aber noch mehr als 75% die begehrte Kohle. Also suchen die Menschen günstige Alternativen. Karol Ochnik bereitet sich auf den kommenden Winter vor. In der Nähe seines polnischen Heimatdorfes Grabina schlägt er Äste und sammelt Reisig. Für den kräftigen Mann eine leichte Übung. Diese Arbeit macht mir richtig Spaß und es ist vor allem günstig. Denn jetzt ist auch das Holz teurer geworden, aber das Astholz hat noch einen guten Preis. Das Holz ist für die Öfen seiner Familie bestimmt. Holz und Reisig sammeln ist in Polen beliebter geworden, seitdem die Energiepreise stiegen. Geklaut wird hier aber nicht, sondern bezahlt beim Förster. Umgerechnet 8 Euro. Ziemlich oft kommen sie jetzt, so 2 bis 3 Mal die Woche habe ich mit Kunden wie Karol zu tun. Polen braucht viel Kohle für die Strom- und Wärmeerzeugung und ein Viertel der Bevölkerung nutzt sie direkt zum Heizen. Früher wurde aus Russland importiert, damit ist jetzt Schluss. Inzwischen stiegen die Preise auf mehr als das Doppelte. Ein Trick, um Geld zu sparen, direkt beim Bergwerk einkaufen für sich und die Nachbarn mit eigenem LKW. Tagelanges Warten in Bogdanka. Das Warten macht mir nichts aus. Wir verbringen hier nett die Zeit miteinander und spielen Karten. Das ist hier 1500 Zloty, also 320 Euro günstiger pro Tonne, als wenn ich beim Händler kaufe. Für mich ist das viel. Die private Nachfrage steigt. Häufig ist Kohle ausverkauft bei den Händlern. Diese Warteschlange gibt es seit 2 Wochen. Die Sorgen, im kalten Winter gut über die Runden zu kommen, wachsen auch in Polen. Frankreich hat kein riesiges Gasproblem. Das Land setzt bei der Energie vor allem auf Atomkraft. 67% stammen aus Atomkraftwerken, gefolgt von 13% Wasserkraft und 7,9% Windkraft. Doch jedes zweite Atomkraftwerk in Frankreich steht still. Hier braucht man viel Energie. Jean-Philippe Dubés Firma im Beaujolais stellt Keramik und Fliesen her. Die hier sind für ein Restaurant in Paris. Wie alle Unternehmen in Frankreich muss Céramique du Beaujolais jetzt einen Plan einreichen, wie sie 10% Energie einsparen werden. Eine Herausforderung: die Brennöfen laufen rund um die Uhr. Wir werden die Zeit, in der Ton gebrannt wird, verkürzen. Zur Not müssen wir die Fliesen auch dünner machen, aber das wollen wir nicht, da die Qualität dann leiden kann. Dabei begrüßt Dubé Einsparungen wegen seiner Ökobilanz und steigender Kosten. Wir erwarten, dass der Strompreis auf ein Vierfaches steigt und Gas 7 bis 8 Mal teurer wird. Seine größte Sorge, dass die Energiezufuhr zeitweise gekappt werden könnte. Wenn seine Maschinen nicht laufen, gehen die empfindlichen Produkte kaputt. Er hätte nicht gedacht, dass so etwas im Atomland Frankreich überhaupt diskutiert werden könnte. Doch wegen Wartungen und Korrosionsschäden steht mehr als die Hälfte der Reaktoren still. Frankreich produziert zu wenig Strom. Dabei braucht es im Winter besonders viel. Auch weil gut ein Drittel der Haushalte mit Strom heizt. Deshalb lautet Präsident Macrons Ziel 10% weniger Energieverbrauch. Wenn wir uns mäßigen und überall Energie einsparen, wird es keine Rationierungen und Stromabschaltungen geben. Unternehmer Dubé findet gut, dass Frankreich jetzt mehr Strom aus Deutschland importieren will, um über die Runden zu kommen. Aber beim Sparziel ist er skeptisch. Unser Unternehmen wird 10% nicht schaffen. 5 bis 7% sind realistisch. Ob das für ihn Konsequenzen haben wird, weiß er noch nicht. Klar ist, wenn er mehr für Energie zahlen muss, werden die Preise seiner Produkte steigen. Norwegen, einer der größten Öl- und Gasexporteure der Welt. Derzeit liefert Norwegen so viel Gas wie noch nie in die EU. Für den eigenen Bedarf setzt das Land fast komplett auf erneuerbare Energien wie Wasser und Windkraft.
Norwegens Hauptstadt Oslo strahlt, auch bei Dunkelheit. Straßen, Häuser, öffentliche Gebäude, auch in diesem Winter sollen sie erleuchtet bleiben. Energiesparen muss hier niemand. Es ist vielleicht ein Luxus, das Rathaus hinter mir auch nachts sehen zu können. Wir haben viele Energiequellen. Die wichtigste Quelle liegt hinter diesen Staumauern. Mit Wasserkraft decken sie in Norwegen fast ihren kompletten Strombedarf. Wie hier in Rana an der Westküste. Tief unter der Erde wird aus Wasserkraft Strom. Allein dieses Kraftwerk kann mehr als 100.000 Haushalte versorgen, erklärt die Leiterin. Das ist einer der vier Generatoren. Hier werden 120 Megawatt produziert. Strom aus Wasser. In Norwegen wollen sie noch mehr davon. Und die Technik wird immer effektiver. Deshalb tauschen sie in diesem Schacht gerade die Turbine aus. Das ist hier eine Art Wasserhahn. Hier kommt das Wasser durch, nachdem es 500 Meter in die Tiefe gefallen ist, und dreht die Turbine. Der Strom aus dem Wasserkraftwerk fließt auch in den größten Industriepark des Landes. In Mo i Rana stehen Stahl- und Eisenwerke, Norwegens energiehungrige Schwerindustrie. Extrem hohe Temperaturen, wie in diesem Siliziumwerk, auch das geht mit Wasserkraft. Ob der Strom aus Wasserkraft oder aus einem Kohlekraftwerk kommt, spielt keine Rolle. Die CO2-Bilanz und die Kosten sind aber niedriger. Mit Hilfe der Wasserkraft will die norwegische Regierung auch ein ehrgeiziges Ziel schaffen. Bis 2030 will das Land klimaneutral werden. Belgien ist Ölland. Der Rohstoff hat einen Anteil von fast 50% am Energiemix. Gas macht nicht einmal ein Viertel aus. Belgien setzt auf Wasserstoff als Hoffnungstechnologie. Ein bisschen Großmarkt, ein bisschen Discounter mit günstigen Lebensmitteln und Haushaltswaren. Kolruyt, Belgiens größte Supermarktkette, hat 33.000 Mitarbeiter. Kolruyt hat aber auch Tankstellen und verkauft Energie. Am besten nachhaltige Energie, grünen Wasserstoff. Wir müssen jetzt unbedingt weg von den fossilen Brennstoffen. Windturbinen und Solarzellen auf den Hallen von Kolruyt erzeugen grünen Strom. Und mit dem wird Wasser in Sauerstoff und eben Wasserstoff zerlegt. Das Verfahren heißt Elektrolyse. Jede Minute rollt bei Kolruyt ein LKW vom Hof. Bald sollen sie mit grünem Wasserstoff fahren. Veränderung ist immer schwierig. Veränderung heißt, man verabschiedet sich von dem, was man immer zu tun gewohnt war. Die Gabelstapler fahren schon heute mit grünem Wasserstoff. Mitarbeiter können sich finanziell beteiligen und bekommen ihre Investitionen vom Unternehmen verzinst. Und bis 2030 will Kolruyt auch selbst Gewinn mit dem grünen Wasserstoff machen. Trotz innovativer Ideen, trotz Entlastungen für die Bürger, der Winter wird kommen. Mit ihm Sorgen.